Hi, das hier ist ein Update-Video. Wir hatten jetzt schon lange keins mehr, deswegen ist es dringend nötig und dafür gibt es direkt zwei Leute vor der Kamera und ein drittes hundisches Läut knapp neben der Kamera. Wie immer der Hinweis, wenn es komische Geräusche aus dem Off gibt, ist das Indie. Also dreimal so viel Update wie sonst dafür, dass wir jetzt ein halbes Jahr kein Update-Video hatten. Was dumm ist von uns, weil Update-Videos interessieren die Leute, habe ich das Gefühl. Und wir haben auch genug zu sagen. Wir haben genug Dinge nicht gesagt die letzten Monate. Wir brechen unser Schweigen. Eine Sache, die ich eigentlich noch erzählen wollte, die gar nicht auf der Liste steht, die von Heinz versteckt wird hier. Wir haben unser altes Studio nachgebaut. Also unser Studio aus dem Taunus haben wir hier nachgebaut in unserer aktuellen Wohnsituation. Und Update zu diesem Update, seit heute haben wir keinen Teppich mehr hier drin. Aus Gründen. Und deswegen halt es jetzt ein bisschen, wenn ich gerade merke. Es halt irgendwie mehr, wenn ich gehe, als wenn du gehst. Komisch. Lass uns doch mit dem eigentlichen Updaten im Update-Video anfangen. Das Übliche, was haben wir in letzter Zeit gemacht, was passiert gerade auf den Kanälen und was haben wir in Zukunft noch vor, in der nächsten Zukunft, aber auch für das Jahr im Ausblick, damit wir rechtzeitig Bescheid sagen, für Veranstaltungen zum Beispiel. Wir haben generell einen Trend derzeit, dass wir wieder mehr unterwegs sind. Ja, wir haben, glaube ich, die Pandemie damit überwunden. Wir haben ja einen gewissen Trott, wie viele Menschen während der Pandemie entwickelt, dass wir einen Workflow haben mit ganz viel Online-Runden und immer weniger Dokus und Event-Reportagen und Tischrunden. Und so langsam kippt das wieder, ne? Wir haben, glaube ich, jetzt wieder sehr viele Tischrunden gedreht. Wir waren auf ganz vielen Cons und werden auch ganz viele fahren. Und dieses Jahr allein waren wir schon so an so vielen Orten, die wir jetzt auch auflisten, denke ich. Weil wir erzählen wollen, was wir gemacht haben. Wir waren zum Beispiel gerade auf einem Western Lab. Vielleicht fangen wir damit an. Ja, wir haben gerade neu auf dem Kanal eine Doku über ein Western Lab in Spanien. Wie war es denn da? Staubig und schön. Also, es war sehr cool. Das ist ein Dreh gewesen in einem Kulissendorf ursprünglich, das für Italo-Western gebaut wurde, Aber in Spanien. aber in Ja. Spanien, weil man dort eine Wüste hat. Nördlich von Almeria. Und dort machen Franzosen jetzt schon seit Jahren Western LARP und sind jetzt am Start, beziehungsweise die ersten 2 Jahre wieder in einer längeren Story drin und haben sozusagen die Kinderkrankheiten rausgearbeitet daraus. Wir haben nicht die ganze Con da drehen können, weil wir auch auf der Eulencon waren, die sich damit überlappt hat, Wo wir auch einen Beitrag gemacht wo wir haben. auch einen Beitrag gemacht haben. Ja, das sind sehr aufwendige Drehs immer. Also wir drehen dann eine ganze Woche auf so einem Lab. Also nicht immer, aber in dem In Fall. dem Wir Fall. versuchen so einmal im Jahr so eine richtig aufwendige Doku zu machen. Und ich, selbst also letztes Jahr war es die Gen Con. Dieses Jahr war es dieses Lab. Also ich nehme an, das wird die aufwendige Doku. Wir haben eventuell Ende des Jahres noch eine Sache in der Größenordnung im November. Ob das klappt, müssen wir noch sehen. Da wird es dann nach England gehen. Mal schauen. Aber die Doku ist jetzt 1 Stunde lang auf dem Hauptkanal, kann man sich angucken. Ich glaube, sie ist ganz gut geworden. Sie ist halt ganz anders als die üblichen Lab-Dokus, die wir gemacht haben. Dafür gibt es Pferde und Kutschen und alte Männer mit Kanonen. Bärte, Ja, Bärte. prächtige Bärte und schöne Kleider. Eine Sache, wo wir auch waren, aber das war eine wirklich kleine Sache, wir waren nicht lange vor Ort, war das Jenseits der Siegel. Das ist eine plotleichtere Auskopplung vom Conquest of Mythodea. Und das war für uns im Grunde eine Aufwärmübung, weil wir vorhaben, dieses Jahr auch auf das tatsächliche Conquest of Mythodea zu gehen. Wir haben uns da ein bisschen reingeschnuppert, Leute kennengelernt und der richtige Brocken, der kommt dann erst im Sommer, aber auch das Jenseits der Siegel-Video ist demnächst da. Ich schneide es gerade. Mal gucken, wie viel es, wie ergiebig es ist. Und das Conquest-Video wird dann halt wahrscheinlich wieder so ein Brecher. Aufwendiger. Ja, genau. Aber wir haben noch was gemacht dieses Jahr. Und zwar waren wir im Zeppelin-Museum, um mit denen eine Let's Play-Kampagne zu starten. Aber wir haben denen auch ein Pen-Paper-Projekt vorbereitet, das man nur im Zeppelin-Museum spielen kann. Das ist in Friedrichshafen am Bodensee. Für die meisten Leute wahrscheinlich ungünstig gelegen. Die arbeiten an einer Online-Lösung davon. Aber was ist denn das? Was haben wir denn da gemacht? Wir haben 5 miteinander verzahnte Solo-Abenteuer geschrieben, die wiederum mit der derzeitigen Ausstellung dort interagieren. Das ist eine Ausstellung über Gaming und man kann sich eins von den 5 Heften raussuchen. Die haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und dann eine Story spielen, die wie gesagt alle miteinander verknüpft sind und mit den Spielrunden, die wir einmal vor Ort und in Zukunft online machen, auch verknüpft sind. Und dann in der Ausstellung wiederum Hinweise finden, die einen in der Story weiterbringen. Also es geht im Grunde darum, durch die Ausstellung nochmal auf eine andere Art und Weise durchzugehen und ja,
einen sehr alternativen Zugang zu finden zu den Themen, die da auch abgebildet werden sollen. Also ein multimediales Erlebnis insgesamt. Das auch noch ein paar Kinderkrankheiten hat, soweit wir Feedback bekommen haben. Ja, also die Idee ist, man kommt da rein in diese Ausstellung. Choose Your Player heißt sie in Friedrichshafen im Zeppelin-Museum. Und da ist ein Hologramm von dir, das einem erklärt, was das Konzept ist. In-game schon ein bisschen Flair erschafft und auf diese fünf Heftchen hinweist, die hier durch die Magie des Schnitts erschienen sind, von denen man sich dann farbkodiert eins raussuchen kann und eine Story erlebt, die man durchspielen kann, wenn man die Ausstellung durchforstet nach den Hinweisen. Zum Beispiel, wenn da steht, hier ist ein Schlüssel, hier wird ein Schlüssel gesucht für einen Koffer, finde den Schlüssel in der Ausstellung. Auf dem Schlüssel ist dann eine Zahl drauf und da liest du dann weiter wie in einem Solo-Abenteuer, das eben nur lösbar ist, wenn man in der Ausstellung ist. Aber das ändern sie vielleicht noch, damit man es auch zu Hause spielen kann. Und das wird uns noch das ganze nächste Jahr begleiten. Wir werden noch 6 Let's Plays machen, dann online mit der Besetzung Eric, Roxane und Natascha von der GameStar. Und das, wie gesagt, wird gemeinsam mit diesen Heftchen hier dann einen großen Plot ergeben in einem von uns geschriebenen Cyberpunk-Steampunk-Setting. Aber wir haben noch mehr geschrieben dieses Jahr. Ja, wir haben für den Gratis-Rollenspieltag geschrieben. 3 Dinge am Gratis-Rollenspieltag sind aus unseren Federn, aus Heinz' Federn. Das sind 2 eigenständige Sachen und eine Sache, die im Almanach gelandet ist. Das wissen die meisten Leute wahrscheinlich schon, deswegen machen wir es kurz, oder? Weil wir haben hier? Ja. Das ist Wohnungen und Wale. Es hat 4 Seiten. Es geht um Wohnungen, in denen man Wale versteckt. Es ist ein Witz. Es kam sehr gut an, offensichtlich. Es hat Illustrationen von Naurion und Schlipsheim. Schlipsheim wird auch noch mehr für uns zeichnen in Zukunft. Mhm. Dazu kommen wir gleich noch. Und Kelionida ist eine weitere Iteration von deiner Kampagnenwelt, die wir 2 Jahre lang bespielt haben, die immer noch im Lab bespielen, auch weiter bespielen werden und die wir nach und nach zum Nachspielen ausarbeiten. Ich hoffe, dass dieses Jahr ein Hardcover erscheinen wird bei uns, wo man die ganze Kampagne nachspielen kann. Das hier ist tatsächlich nur die Beschreibung der Hintergrundwelt und ein kleines Abenteuer. Aber wir haben schon viel mehr. Also unsere Patrons haben schon mehr bekommen und dann wird das irgendwann noch gebündelt auskommen. Ich muss die Zeit dafür finden. Und daran schreibe ich. Und du schreibst noch andere Sachen. Zum Beispiel schreibst du eine neue Idee in die Kampagne, die du mit anderen Leuten spielst, nämlich mit Hazel, Lilly und Mauki. Haben wir vor einer Weile was aufgenommen? Nämlich, ja, ich erwähne ganz kurz noch, dass ein halbes Abenteuer uns auch noch im Almanach drin ist. Da sind aber von den 12 Seiten nur 6 abgedruckt worden. Das ist ein Crossover gewesen mit den Leuten von Dungeon Fork. Und leider ist die wirklich schöne Karte des namensgebenden Badehauses, das heißt das Badehaus, das Abenteuer, nicht abgedruckt worden. Das heißt, man braucht für das vollständige Abenteuer die digitale Version, aber an die ist ja auch deutlich leichter rankommen, kostenloser Download, als an die meistens sehr schnell verschwundene Almanach-Version. Genau, die Almanache sind immer so eine Anthologie von Kurzabenteuern, die zum GRT, zum Gratis-Rollenspielag rauskommen. Und ich glaube, da sind dann 5 pro Laden, die man sich dann da holen kann. Aber online ist unbegrenzt. Ja. Ja, das sind dann 3 Sachen. Aber du sitzt schon mit an was Neuem. Also wie gesagt, ich arbeite daran noch, das aufzuarbeiten, was du gemacht hast. Und wir werden das auch im Lab weiterspielen dieses Jahr noch, dazu kommen wir noch. Aber du hast eine neue D&D-Kampagne. Ich habe eine neue D&D-Kampagne, die aber auch lange schon in meinem Kopf rumrumort hat. Wir haben uns dann mit Lilly, Hazel und Mauki zusammengesetzt und die gespielt. Das ist eine Anime-inspirierte, speziell von ein paar Shonen-Anime, die ich sehr gerne mag, inspirierte High-Fantasy-Kampagne auf einer Welt, an der wir schon vor über 10 Jahren rumgedoktert haben mal und immer mal wieder angefasst haben. Mit der ist bisher noch nichts gemacht worden. Jetzt haben wir diese Kampagne da drin. Ich hoffe, dass wir die auch noch weiterspielen werden. Das erste Mal, dass wir es jetzt gespielt haben, haben wir uns auch wirklich physisch an einem Ort dafür zusammengefunden. Mal gucken, wie das in Zukunft ist. Und vielleicht werde ich das Ganze auch als Roman, als Light Novel, als illustrierte Novel, das ist noch vollkommen unklar, aber vielleicht werde ich da schriftlich auch noch was mitmachen, weil ich Lust drauf habe. Wenn wir andere Baustellen, wie die sich hier abgehakt haben und noch ein paar andere, dann wirst du dich darauf konzentrieren. Ich freue mich aber schon drauf. Wir haben dafür übrigens ein sehr schönes Häuschen in NRW gemietet, damit man diesen ganzen Influencer noch mal was bieten kann, damit ihr mal wisst, wo eure Patreon-Kohle hingeht, falls ihr Patrons seid. Unter anderem, um ein schönes Umfeld zu schaffen für Leute, die wir in den Stream einladen und sie zu füttern. Ja, beziehungsweise in die Aufnahme. In die Aufnahme einladen, genau. Ja. Also, darf ich den Namen schon verraten von dem Ding? Albedo heißt es. Albedo, das wird dann das neue große D&D-Ding bei uns. Und bisher nicht verbunden mit allen anderen D&D-Kampagnen. Nee. Bei alle anderen haben wir verknüpft bisher. Dazu kommt vielleicht auch noch. Aber wir haben noch was aufgenommen dieses Jahr. Ja, wir haben uns nämlich mit Fantastik-AutorInnen zusammengesetzt. Und ich durfte auch, weil ich habe auch Romane geschrieben. Und spielen mit denen
verschiedenste Sachen. Das nennt sich Litpack. Wir haben eine Session davon schon aufgenommen. Das ist auch schon ein bisschen her. Und sie ist jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, zu zwei Dritteln veröffentlicht. Das letzte Drittel kommt noch. Und da hat Tom Finn geleitet, ein Cthulhu-Abenteuer für den Carsten Steenbergen, für die Lena Falkenhagen und für die Frau, deren Namen ich immer falsch ausspreche, aber Lisanne Surburg. Dankeschön. Ich mache irgendwie immer Lissan draus und das tut mir sehr leid. Lisanne Surburg. Es war eine sehr tommige Runde mit Vollkaracho und ganz, ganz viel Soundeffekten. Aber vor allen Dingen finde ich auch wirklich sehr, sehr toll im Spiel unter uns Leuten. Und toller Lokalisten und Live-Publikum, was immer eine Bereicherung ist mit Applaus und Gelächter und sowas. Ja. Und Toms Spielstil, er ist ja so, ich glaube, nach Evie und dir der dritthäufigste SL auf unserem Kanal inzwischen. Moritz ist inzwischen auch halt weit vorne. Ist halt ganz anders als dein SL-Stil, aber ich finde es gut, dass wir dieses Spektrum abbilden, wo Tom halt eher mit seinen Actionfiguren spielt und das halt dann und Geräusche macht und ihr seid die Actionfiguren. Mit dem haben wir ja auch noch ein 40 Jahre DSA-Special aufgenommen, auch an einem echten Tisch im Schwarzen Keiler. Und wie gesagt, wir versuchen mehr am Tisch zu machen. Das sind jetzt schon drei große Sachen, die jetzt in den letzten paar Monaten wie früher entstanden sind und wir planen auch bei uns hier Leute einzuladen und öfter mal Kampagnen und One-Shots altmodisch, herkömmlich aufzunehmen. Ich freue mich da schon drauf, es zu drehen. Wir haben so viel Gelände, wir haben so viele Miniaturen, wir haben so viel Krimskrams, ich habe Kostüme, wir müssen das auch mal benutzen. So. Wir haben schon darüber geredet, dass wir auch unterwegs waren auf Veranstaltungen und es kommen noch einiges Veranstaltungen im Laufe dieses Jahres. Als allernächstes sind wir auf der RPV, auf der Roleplayverse, am Wochenende, nachdem wir das hier aufnehmen und wahrscheinlich auch veröffentlichen, es sei denn, es passiert etwas Schlimmes. Am gleichen Wochenende ich bin Samstag auf der Roleplayverse, am Sonntag ist Nico noch auf der Roleplayverse und ganz viele andere Leute, die uns da im Team aushelfen, beziehungsweise dann ganz übernehmen. Und ich bin auf der Stay Forever Veranstaltung, beziehungsweise Convention in Karlsruhe, wo ich schon lange vor die RPV angekündigt war, angefragt worden bin und habe da ein Panel zusammen mit der Rahel, die Teil des Stay Forever Teams ist und rede über die Welt von das Schwarze Auge. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann auf der RPV vielleicht noch, da machen wir durchgehend Bühnenprogramm mit Pegasus zusammen. Cthulhu, Avatar, Humblewood, Shadowrun. Du wirst auf der Hauptbühne nochmal Cthulhu leiten für Cosplayer wie Maul-Cosplay und Lightning-Cosplay und den Mann von Lightning-Cosplay. Ist ja auch von Lightning-Cosplay. Es sind drei Typen. Und Steffen. Drei Typen und Steffen. Es sind vier Typen. Wir haben Steffen noch dazu gesetzt. Steffen ist eine eigene Kategorie. Damit wir einen erfahrenen Spielenden noch dabei haben, weil die drei sind ja keine Pen-Paper-Experten. Also die drei Cosplayer. Und dann werden wir versuchen, unser Bühnenprogramm auszustreamen und ein paar Interviews zu machen. Es wird ein sehr volles Wochenende, vor allem, weil du ja dann am Sonntag noch auf der anderen Con bist. Ja. Aber wir haben noch mehr Content im Juni. Viel mehr, deswegen weiter. Wir werden auf der Nordcon sein, da wird es auch ein Community-Treffen geben, ist zumindest die Planung. Ich habe um die Nordcon herum auch einen sehr coolen Auftrag. Da gibt es ein Fortbildungsseminar für Leute in der Jugendbildung und Jugendbetreuung, ein pädagogisches Seminar, wo ich über Storytelling und angewandtes Storytelling reden werde. In Kiel. Mhm. Also falls ihr euch da angesprochen fühlt, da sind noch Plätze frei. Und das ist vom Jugendschutz, ne? Ja. Genau. Und man muss sich dafür aber auch mit Geld anmelden. Das kostet nicht ganz tatsächlich billig, Geld. Ja. Von den 15 Plätzen in meinem Seminar sind 12 vergeben aktuell. Okay. Also sind drei Plätze noch frei. Aber es gibt noch andere Vorträge und Workshops. Wenn ihr am 13. Juni sehr spontan noch Zeit habt, nach Kiel zu fahren, das könnt ihr machen. Oder ihr trefft uns auf der Nordcon am Sonntag, wo dann Patreon-Treffen ist. Genau. Ich weiß noch nicht, wo genau auf der Nordcon, aber irgendwo hängen wir da rum mit Freunden von Orkich wahrscheinlich und Steffen. Mal schauen. Steffen. Wir werden das noch kommunizieren. Ja. Dann werden wir auf der TwitchCon sein. Das ist wieder ein ganz anderes Pflaster und uns wahrscheinlich seltsam fühlen unter all den Influencies, die dort herum influenzieren. Aber dort werde ich mit der Lilly zusammen einen Panel halten, das wir in ähnlicher Form schon auf der Kaktus gehalten haben. Mit Bananepic wirst du es halten. Und mit Bananepic. Mit Bananepic. Ja, Lilly hat nur das PDF, nur ganz toll das PDF vorbereitet. Vielleicht ist sie auch in dem Panel, mal gucken. Wir werden es sehen. Und wir haben auch noch ein Let's Play.
Genau, auf der Twitch-Con. Samstag hast du das Panel und am Sonntagabend ist ein D&D Let's Play, es geht nur eine Stunde, mit Walker, Lilly und Balanepic. Genau. Dann werden wir auf der Vegan Fantasy Fair sein, das ist im Saarland. Genau. Da wissen wir nicht genau, was wir machen, aber wahrscheinlich auch eine Spielrunde auf einer Bühne mit wahrscheinlich Lilly und Moritz. Mhm. Wir nehmen Lilly überall mit hin. Ja. Ja, wenn sie sich nicht wehrt. Moritz ist sowieso okay. Überall. Erik lebt in unserem Layout, Lilly lebt ja. Offensichtlich in unserem Kofferraum. Ja. Oh Gott, das ist schlimmer. Dann haben wir selber an Veranstaltung die HeinzCon. Jetzt springen wir gerade zum Oktober. Wir machen im August, September auch Dinge, aber im Oktober ist die HeinzCon. Und zwar am letzten Oktoberwochenende, direkt vor Halloween. Ich glaube, es ist der 26., 27., aber ich blende das hier nochmal ein. Und das ist in Siegen, in der Blue Box. Da haben wir diese ganze Location für Pen-Paper-Runden, für Panels, für Live-Bühnenshows, was weiß ich, was wir da noch machen werden. Es wird Verlagsstände geben, Urwerk wird da sein, System Matters wird wahrscheinlich da sein. Und mal gucken, wen wir noch bequatschen, dahin zu kommen. Es wird nicht so klein. Also es wird wahrscheinlich schon die größte HeinzCon, die wir bisher gemacht haben. Ja. Weil sie bisher auf der Insel Pellworm war. Und davor war sie ganz in einem ganz geheimen kleinen Schlösschen irgendwo im Taunus. Und jetzt ist es die erste, die wir öffentlich in einer Region machen, wo Leute auch einfach hinkommen. Auch wenn es da nicht so schön ist wie auf Pellworm, ist es halt in Siegen. Aber man muss halt, ein Tod muss man sterben. Ja. Und in dem Fall haben wir die Zugänglichkeit über der Schönheit gewählt. Und es wird, glaube ich, eine ganz nette Veranstaltung. Ja, aber wo wir von kleinen versteckten Schlösschen reden, wir werden auch nochmal an so einer Location etwas machen. Sogar zweimal zum Ende des Jahres hin. Wir wollen das hier weiterführen. Und zwar in einer Kombi-Veranstaltung. Wir haben da sehr viel Pen and Paper zugespielt. Es gibt diese Büchlein. Es wird ein fertiges Buch irgendwann im Laufe des Jahres noch geben. Wahrscheinlich spät. Und wir haben schon zweimal gelarbt in dieser Welt und jetzt wollen wir eine Kombo machen. Es werden Wochenenden sein, wo wir verteilt mit unterschiedlichen SL parallele Spielrunden spielen, die alle in demselben Storygeflecht sich befinden und dann das Ganze zusammenführen, auch in LARP-Szenen. Wer nur Pen and Paper spielen möchte, muss auf keinen Fall beim LARP mitmachen. Das ist kein Zwang. Man kann andersrum einfach zuschauen. Ihr könnt auch LARPen und nicht Pen and Paper spielen. Ihr könnt, während dann die Pen and Paper Runden laufen, könnt ihr ambiente Spiele machen. Die Idee ist, wir haben letztes Jahr eben zwei Keonida D&D Labs gemacht, Unterstützung von Burgschneider, die haben uns Kostüme geschickt. Und die haben wir auch komplett gestreamt bzw. gefilmt. Alles auf dem Let's Play-Kanal in voller Länge und auf dem Hauptkanal in Kurzform. Es war absichtlich für Leute, die noch nicht viel gelabt haben. Genau. Oder vielleicht noch gar nicht gelabt haben und reinschnuppern wollen. Ja, aber trotzdem wollen wir halt schon, dass wir noch mehr Leute dazu bringen, dass wir die Hürde ein bisschen senken. Deswegen, wenn ihr nur Pen Paper mögt, dann kommt trotzdem vorbei, spielt mit uns Pen Paper, spielt mit Maigi oder mit Leuten, die von Maigi Anweisungen bekommen haben, wie sie zu leiten haben. Es wird 7 oder 8 SLs geben, zumindest der Plan. Wenn natürlich keiner kommt, dann nicht. Und das wird auf Burg Waldmannshausen im Taunus stattfinden, und zwar zweimal, im Ende September und Mitte Dezember. Das Mitte Dezember wird wahrscheinlich gemütlicher. Und dafür ist die Anmeldung schon live. Für all diese drei Sachen, HeinzCon, Keleonida, LARP 1 und 2, ihr findet die auf unserem Discord. Ich werde sie aber auch nochmal hier unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr euch anmelden. Bei der HeinzCon kauft ihr einfach ein Ticket für ein paar Euro, dann seid ihr dabei. Bei dem LARP, ist ein LARP, muss man immer ein bisschen Casting machen, müssen wir dann noch mit euch reden, bevor wir euch sozusagen freischalten. Aber ich nehme an, das ist kein Problem. Casting heißt nicht, dass wir euch anschauen und sagen, du bist aber nicht dabei, sondern es geht darum so, ey, was möchtest du denn spielen? Was ist was für dich? Passen wir zusammen, ganz einfach, ohne dass wir da irgendwelche Ansprüche haben. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt halt eine Taraske spielen im D&D LARP und ich möchte, mein Ziel ist, alle anderen zu essen, dann sagen wir, vielleicht überlegst du dir was anderes. Dann ist das vielleicht nicht das LARP. Es muss halt eine Absprache geben, bevor man Leute zum LARP zulässt. Und auch, wenn sie gar nicht LARPen wollen, sondern nur Pen Paper spielen, dann müssen wir auch drüber reden, weil ich muss dann halt wissen, was machen wir mit euch auf dieser Con. Und ich nehme an, das wird trotzdem relativ klein und intim, aber es ist halt auch eine Chance, mit Maigi zusammen in irgendeiner Form D&D zu spielen. Und Keleonida, anderen coolen Leuten aus dem Team. Und Keleonida, ich sag's nochmal, dein erstes großes D&D-Projekt durchzieht immer noch alles, was wir zu D&D machen, nicht nur in Buchform, sondern wir haben überall in den letzten Jahren noch kleine Hinweise versteckt, wo diese Keleonida-Welt eigentlich herkommt und wo ihr Platz im D&D-Multiversum ist. Und das haben wir sehr stark verknüpft mit unserer Strixhaven-Kampagne, die jetzt ja auch in der Verlängerung zu Ende geht und genau hierhin führt. Also das ist eigentlich dann am Ende die Vorgeschichte für diese eigene Kampagnenwelt.
Und falls euch das interessiert, könnt ihr ja mal einen Blick auf das andere werfen. Also jeweils. Gut. Wir haben noch ein bisschen was über Patreon zu reden. Mm. Das ist fast einer der letzten Punkte heute. Ja. Auf Patreon ist einiges umstrukturiert worden. Es gibt ja jetzt unter anderem die Option zu chatten für Leute, die Discord nicht wollen, aus Gründen. Ich weiß nicht, welche Gründe, aber es gibt sicher welche. Das ersetzt Discord nicht. Es ist ein sehr primitiver Chat, wo man einfach nur Sprachnachrichten austauschen kann. Aber man kann da mit uns quatschen, wenn man das möchte. Oder mit der Community. Mhm. Und die ganzen exklusiven Sachen, die wir über die Jahre hinweg gemacht haben, Videos, das ganze extra Material, Outtakes, die Podcasts, die sind jetzt leichter zu finden. Da gibt es den Reiter Kategorien und darunter Kollektion, die Kategorie Kollektion, und darunter ist dann schön mit Kacheln versehen, jeweils hier findet sich dieser Podcast, hier finden sich Sachen zu dem und dem Thema. Alles sehr viel übersichtlicher, da muss man sich nicht durch ewig viele Listen scrollen. Genau, wir sind jetzt 10 Jahre auf Patreon und das heißt, man findet diese exklusiven Sachen, von denen es echt viele gibt inzwischen, nicht mehr so einfach. Ich versuche alles, um das zugänglich zu machen, weil wenn jemand dann als Feedback schreibt, findet unsere Benefits nicht, ja, dann kann ich sagen, aber hier oder da oder das gibt mir viele Möglichkeiten, da ranzukommen. Oder man geht auf unsere Webseite, das ist ein Geheimarchiv, für das man ein Passwort bekommt als Patreon, da ist alles nochmal aufgelistet. Die Webseite ist sowieso sehr zu empfehlen, weil wir da auch alle öffentlichen Let's Play-Kampagnen aufgelistet haben, die auf Netflix in so Kacheln. Also man klickt da nur drauf und dann kommt man in die Playlist für, was weiß ich, Blade Runner oder Shadowrun oder Cthulhu so und so, Orient Express. Und für manche Kampagnen gibt es auch Zusatzinformationen, wer sind die Charaktere. Sollten wir für mehr Kampagnen aufbauen? Ja, da sind noch viele Baustellen auf der Webseite. Also dafür, dass wir sie schon lange betreiben, wird es mal Zeit, ja. Was auch sich geändert hat am Patreon-Angebot, ist, dass wir jetzt wohl jeden Monat Runden anbieten werden, wo ihr mitspielen könnt, wenn ihr Patrons seid. Das ist häufiger, als wir ursprünglich geplant haben, und wir stellen es auch um von Kampagnen, die sind nicht so gut gelaufen, die sind eingeschlafen, kamen nicht so gut an, wir haben sie in andere Sachen aufgehen lassen, zu One-Shots. Das ist einzeln mehr Vorbereitung, aber es hat deutlich mehr Interesse geweckt. Das werden dann vor allen Dingen Cthulhu- und Wesen-Sachen sein, aber mal schauen, was wir sonst noch reinwerfen. Das wird entweder von Evie oder von mir geleitet. Und weil es jetzt sehr viel öfter ist, haben wir uns entschieden, dass nicht jede von diesen Runden für alle zugänglich ist. Wir haben nämlich auch in den 10 Jahren kaum etwas geändert, was die Preise angeht auf Patreon, weil wir sie anfangs parallel gemacht haben zu Steady, wo es noch keine Tiers gab. Das heißt, ab 2 Euro hat man im Grunde ein All-In, was das gesamte Material angeht. Und die 2 Euro Patrons werden jetzt alle paar Monate in den Lostopf können und höhere Tiers öfters, um diese Runde mitzuspielen. Einmal im Monat wahrscheinlich. Die Spiele rotieren auch echt durch. Also Evie bietet beim Mausritter jetzt im Juni an. Und ich denke, wir machen da Umfragen, was die Leute am ehesten spielen wollen. Da werden wir schon auf die Wünsche eingehen können. Und ja, also wir haben über die Jahre halt immer mehr Sachen angeboten und haben sie aber fast alle für die 2-Euro-Schicht angeboten und dann gar keine Anreize mehr gehabt, mehr zu geben. Und da wir davon leben, haben wir irgendwann gemerkt, das war gar nicht so schlau. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie Patreon heute betrieben wird von Leuten, die dann einen Plan haben, ja, also dass die das ein bisschen durchdachter angehen von vornherein, und dann kriegst du halt oft für 2 Euro halt nur Dankeschön. Und wir wollen aber niemandem was wegnehmen, ne? Also wenn wir jetzt sagen, alle paar Monate für alle, ist das immer noch ziemlich viel, weil wir haben es ja auch nicht jeden Monat gemacht, aber wenn wir es jetzt halt jeden Monat anbieten, dann jeden Monat für die dann staffeln die wir das mehr. Tiers. Wir haben immer mehr draufgeworfen, Podcasts, PDFs, exklusive Videos, Vlogs, Spielrunden, Bilder, Outtakes, was weiß ich, die ganzen Community-Aktionen. Und anstatt dass wir jetzt sagen, wir bauen das komplett um und verteilen das neu, damit würden wir Leuten was wegnehmen, sagen wir halt, die Sachen, die am ehesten bisher optional sind, die noch nicht sich wirklich eingebrannt haben, sozusagen als Benefit, die verteilen wir jetzt so, dass das funktioniert, weil ja auch die Nachfrage sehr hoch war nach diesen Spielrunden. Da haben sich teilweise 25 Leute beworben auf so eine Spielrunde, wo halt nur 5 Leute drin Platz haben. Und deswegen machen wir es jetzt so. Ich hoffe, das ist für alle okay. Das heißt nicht, dass es diese Chance für die geringeren Tiers nicht mehr gibt, nur halt seltener. Seltener als für die anderen. Ja.
aber nicht seltener, als es vorher überhaupt war. So, nur ganz kurzer Nachtrag noch. Hin und wieder wird es auch in öffentlich gestreamten Runden Plätze geben. Die anderen Runden sind intern, aber wir streamen öffentlich Star Trek Let's Plays und da werden wir auch immer mal schauen, wer es an neuen Leuten in der Crew vorgestellt wird. Ganz kurz noch zu dem Material, was viel mehr geworden ist. Wir podcasten sehr viel mehr für die Sachen, die Patreon-exklusiv sind oder die zumindest eine ganze Weile nur auf Patreon sind, bevor sie öffentlich werden. Einfach, weil das am besten ankommt. Aber schreibt uns gerne auf Patreon oder hier, was die Sachen sind, die euch da wirklich vor allem interessieren, was wir euch anbieten können. Genau, darf ich dazu noch einhaken? Ja. Also der Plan ist, es klappt nicht immer, aber der Plan ist, dass wir jeden Freitag einen Community-Freitag haben. Eher so dreimal im Monat. Und einmal im Monat ist das, wir spielen exklusiv was für euch, nur für Patrons. Einmal das ist, wir machen einen Vlog. Maike und ich reden über Dinge, während Maike malt. Also Maikes Malen ist auch ein Patreon-Format geworden, weitgehend. Und das dritte ist halt, wir spielen mit euch zusammen. Und was wir aber noch on top machen ist, wir versuchen Outtakes, Behind-the-Scenes-Videos zu bringen. Wir geben euch Updates, Umfragen und was einer der größten Anteile an Content geworden ist, sind halt wirklich Podcasts. Machen wir fast jede Woche inzwischen einen, weil das Feedback ist, ich höre euch eher, als dass ich euch sehe. Und bisher gab es auch keine Beschwerde darüber. Ich habe aber immer Angst, dass das vielleicht zu viel ist oder dass ihr lieber was anderes wollt. Deswegen halt auch die Frage, wir reden in den Podcasts über Rollenspiel, aber auch über Star Wars, Dinge, die uns interessieren. Und die Podcasts, die relevant für die Öffentlichkeit sind, die kommen dann später auch auf unseren normalen Podcast. Grundsätzlich ist ja jedes Video, was wir machen, kommt ja in den Orkenfeed. Das ist ein Fanprojekt, das von Mirko betreut wird momentan. Alles, was wir auf dem öffentlichen Kanal machen, landet in diesen Podcast-Feeds. Aber dazu gibt es nochmal unseren eigentlichen Podcast, Orkenspalte TV labert. Der wird befüllt von Sachen, die es vorher nur für Patrons gibt. Aber es gibt auch Sachen, die es wirklich nur für Patrons gibt. Zum Beispiel Hörspiele. Wir nehmen für euch Hörspiele auf, indem wir Solo-Abenteuer spielen. Und danach in-game ein Charakter aus dem Solo-Abenteuer einem anderen Charakter erzählt, was ihm passiert ist. Dann kommen Soundeffekte drunter und Musik. Und dann ist das so ein einstündiges Hörspiel. Das kam bisher super gut an. Und all das ist halt bisher nur für Patrons. Ich denke, ich werde ab und zu mal eine Folge öffentlich stellen, damit ihr wisst, was ihr da verpasst. Oder? Aber du wolltest schon vor einer halben Stunde was sagen. Okay, ich wollte jetzt nur noch zu den letzten Punkten kommen, weil ich glaube, weil jetzt haben wir fast alles abgehakt. Ja. Was in Zukunft noch passieren wird, wir haben ja über Schreiben schon geredet. Wir werden noch für andere Leute schreiben, dieses Jahr voraussichtlich. Für die Dragonbane DSA-Sache werden wir mindestens einen Schauplatz schreiben und so wie es aussieht, auch was für Myrnor, auch wenn genau. Da noch nicht klar ist, wir was. Wir verhandeln gerade mit Oberg, was wir für Myrnor schreiben. Es verfestigt sich gerade. Ich soll dich Dinge fragen. Das okay. Machen wir, klären wir gleich noch. Vielleicht nicht jetzt. Nee, das werden wir demnächst dann bekannt geben, denke ich. Und worüber wir auch reden, ist ein Roman für Werner zu schreiben, einen vierten nicht-kanonischen Pardona-Roman. Ja. Und zum Abschluss noch eine Sache, wo wir euch bitten würden, vielleicht einmal zu schauen, ob ihr eure Erfahrungen mit einbringen könnt, damit wir sie miteinander abgleichen können. Wenn ihr in irgendeiner Form in einem kreativen, kunstschaffenden Beruf tätig seid, mögt ihr uns vielleicht eine Rückmeldung geben, ob ihr eine Auswirkung von der zunehmenden Verbreitung von generativer KI bemerkt oder zu bemerken glaubt. Ich zum Beispiel als Übersetzerin, einer meiner Jobs neben Orgespalter TV ist Übersetzen, habe den Eindruck, dass ich seither weniger Aufträge bekomme beziehungsweise hartnäckiger nachfragen muss, weil viele von den kleinen Sachen wohl gar nicht mehr an Menschen vergeben werden. Ist nur meine Theorie und eigentlich habe ich damit jetzt euch geprimed. Würde ich wissenschaftlich arbeiten, wäre das natürlich ein No-Go. Nein, aber uns interessiert wirklich, habt ihr damit schon Erfahrung, damit wir das Ganze sammeln können, um vielleicht auch einfach ein klares und schlüssiges Argument zu haben. Wir haben ja öfters Diskussionen zu dem Thema. Ich glaube nicht, dass sich unsere Meinung groß ändern wird, aber wir würden gerne einen Talk dazu machen und dafür würden wir halt gerne eure Erfahrungen hören, weil wir auch Leute einladen werden, die eben solche Probleme haben. Oder zum Beispiel habe ich mal mit dem Illustrator Jolot gesprochen, die Tage. Der hat ein Buch, du hast ihn erreicht. Ja, super. Buch zu dem Thema gemacht. Der hat ja zum Beispiel die Illustration für das Deponia Pen Paper Rollenspiel gemacht, das wir geschrieben haben, vor 10 Jahren inzwischen. Oder das Cover für unseren Film Jurassic Road. Und er hat jetzt ein Buch zum Thema Künstlerarbeit mit KI oder gegen KI rausgebracht. Das heißt, er wird da eine spannende Perspektive reinbringen. Und ich kriege ja sehr oft Kooperationsanfragen für irgendwelche Startups, die Leute brauchen, die sie bewerben oder Expertise in irgendeiner Form reinbringen.
da kommen immer mehr Leute mit generativer KI an und sagen, ja, ich habe auch noch folgende tolle Idee, wie wir das dann illustrieren oder wie die Texte erstellt werden. Und hätte ich gesagt, beende ich dann an der Stelle das Gespräch meistens, aber das bin nur ich, das muss nicht für euch gelten. Ich auch, so. Und nichts gegen Leute, die das privat benutzen, ne? Also wenn ihr eure Rollenspielrunde zu Hause mit KI, ja, NSCs illustriert, wird niemand euch einen Vorwurf machen. Es geht jetzt wirklich um kommerzielle Sachen. Es geht jetzt wirklich um Jobs, die ansonsten an Menschen vergeben würden. Ja. Werden würden. Nachtrag 1. Wir haben früher auch mit KI erstellte Charakterporträts in Let's Play-Videos genutzt. Das machen wir jetzt aber schon lange nicht mehr, sondern erstellen die Bilder lieber selber oder bezahlen einen echten Menschen dafür. Du hast ja darüber gesprochen, dass dir Aufträge wegbrechen. Ne? Und deswegen ist auch ein Grund, warum wir halt überlegen, wie können wir mit dem, was wir können und was wir machen, halt tatsächlich überleben. Wir haben immer gesagt, wir leben von Patreon, aber nur so zu 60%. Mhm. Und wir brauchen weitere Standbeine. Diese Standbeine werden immer schwieriger zu halten. Und deswegen versuchen wir halt auch, ja, Patreon irgendwie zu festigen. Nachdem wir jetzt schon das unglaubliche Glück haben, dass wir weitgehend davon leben können. Aber man kann sich ja auch sowas nicht dauerhaft verlassen. Wir haben aber sehr viel umgestellt die letzten Jahre. Wie gesagt, an der Menge an Content, die wir dafür machen, die wir generell produzieren. Wir fingen ja an als ein reiner YouTube-Kanal mit ein paar Videos im Jahr. Dann wurden es mehrere Videos die Woche irgendwann. Dann brauchten wir einen zweiten Kanal. Dann haben wir immer verstärkt Let's Plays gemacht, aber gleichzeitig auch weiter Reviews und Spielleitertipps und alles Mögliche. Dann haben wir während der Pandemie halt immer mehr mit dem Stream angefangen. Dann haben wir mit Podcasten angefangen. Dann haben wir angefangen, selber Bücher zu schreiben. Und wir haben unser Privatleben ja auch irgendwann ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt inzwischen einen Hund, ja, der natürlich auch Zeit kostet. Und wir müssen immer abwägen, wofür investieren wir die Zeit, die wir haben. Was wollen die Leute überhaupt sehen oder hören oder lesen? Deswegen ist uns das Feedback natürlich sehr wichtig, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Also um all das zu machen, haben wir natürlich auch inzwischen helfende Hände, ja, in Form von Ivy, die uns massiv viel unterstützt. Zum Beispiel Nessie zwischendurch auch. Ganz, ganz viele Leute, die uns helfen, die wir natürlich in irgendeiner Form vergüten müssen. Und wir sind eigentlich dazu verdammt zu wachsen. Oder was nicht so ideal wäre, Dinge sein zu lassen. Und ich würde ungern irgendeine dieser Sachen sein lassen, weil sie von den Leuten inzwischen halt auch als Teil von Orkenspalter TV wahrgenommen werden. Wir können also nicht mit Twitch einfach aufhören oder aufhören zu podcasten. Aber es wäre für uns halt extrem wichtig zu wissen, was euch da am meisten interessiert oder gar nicht. Nachtrag 2. Ein Faktor ist dabei, dass wir während der Pandemie angefangen haben, sehr viel zu streamen und viele Online-Runden aufzubauen. Die seht ihr alle auf unserem Let's Play-Kanal im Archiv. Das haben wir als Ersatz für echte Drehs und Termine gemacht. Aber jetzt haben wir auch wieder jede Menge dieser Vor-Ort-Drehs, ohne dass wir weniger streamen. Und um das beides zu ermöglichen, müssen wir eben wachsen oder wir lassen irgendwas weg. Und sagt uns weiter. Genau. Also zwei Dinge, die uns helfen. Entweder ihr unterstützt uns auf Patreon, dann könnt ihr das schon tun, falls ihr es euch leisten könnt. Wenn nicht, Feedback. Gebt uns einfach einen YouTube-Kommentar Feedback oder erzählt anderen Leuten von uns, das ist genauso wichtig. Und war das jetzt zu needy? War das zu bettelig? Ich weiß es nicht. Das können die Leute da draußen beurteilen. Aber ich kann es vielleicht einfach ganz nüchtern sagen. Entweder wir wachsen oder wir müssen was anderes machen. Das ist einfach so. Und umstellen und was anderes machen ist auch eine aufwendige Sache. Und dann werden viele Dinge wegbrechen. Es ist einfach so. Wir machen das hier, solange ihr wollt, dass wir das machen. Und wir machen das in der Intensität und in der Menge, wie ihr es uns ermöglicht. Deswegen, wenn ihr uns irgendwie helfen könnt, das fein zu tunen oder dass wir neue Leute dazu bekommen, weil natürlich auch immer wieder Leute gehen aus unterschiedlichsten Gründen, dann tragt ihr dazu bei, dass es hoffentlich besser wird und nicht verschwindet. So ist das einfach. Das ist kein, oh mein Gott, wenn ich jetzt sofort jemand ein weiteres 2-Euro-Abonnement abschließe, dann müssen wir sofort alles hier einstampfen. Doch, genau so ist das. Ich werde das hier online stellen und wenn ich innerhalb der nächsten 10 Minuten ein neuer Patreon kommt, dann werde ich alles abbrennen hier. Außer dem Hund. Tatsache, dass wir uns in einem Zeitalter des Internets befinden, wo jede Aussage aus dem Kontext gerissen werden kann, möchte ich noch hinzufügen, dass das wohl klar überspitzt sarkastisch leicht war. Ja. Klar, überspitzt sarkastisch war. So, jetzt machen wir Feierabend. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr das hier schaut. Vielen Dank, dass ihr generell unsere Sachen schaut. Passt auf euch auf und wir sehen uns auf einem Treffen, auf einer Convention, in einer Spielrunde, im Chat. Bis dann. Tschüss.